schönen, guten, was auch immer gerade der Fall sein sollte. Wahrscheinlich Mittag, weil um 12 Uhr erscheinen sie ja jetzt die Folgen meines Let's Plays. Ja, auch wenn ich sehr viel über YouTube immer gemeckert habe in den letzten Folgen, kann ich ja an dieser Stelle mal sagen, YouTube ist total toll. Toller als Creeper auf jeden Fall. Weil ich habe da ja was herausgefunden. Ja. Ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass ich ganz viel Erde dabei habe und mir ja Schaufeln machen wollte beim letzten Mal. Diese Erkenntnis können wir doch gleich mal feiern, indem wir uns eine Schaufel generieren. Tja, außerdem nehme ich jetzt mit einem Tag Verzögerung auf. Ich wollte ja eigentlich gestern Abend auch schon aufnehmen, aber in Berlin ist ja oder war ja zum Aufnahmezeitpunkt der 1. Mai. Und 1. Mai ist immer ganz toll. Also da werden hier Autos angezündet und so. Da haben die Leute so Hobbys. Ein Problem ist nur, dass dieses Jahr wohl sehr wenig passiert ist, soweit ich das mitgekriegt habe. Aber trotzdem gestern Abend ab, ich glaube, irgendwas vor 0 Uhr bis um 2 kreisten die Hubschrauber über der Stadt und versuchten zu verhindern, was nicht passierte. War richtig toll. Bei Twitter hieß es, man kommt sich ja fast schon vor wie auf dem Gaza-Streifen. Kann ich unterschreiben. Könnt ihr in meinem Blog nachhören. Ich habe mal das Mikrofon aus dem Fenster... Ach toll, jetzt geht die Sonne auch noch runter. Das Mikrofon mal aus dem Fenster gehalten. Und... Hallo Katzen. Und mal aufgenommen, wie sich das so anhörte hier in Gaza-Stadt. Ja, also irgendwie sehr nervig, die Geschichte. Auf jeden Fall war es so laut, weil sie kreisten gefühlt immer über den Innenhof, dass ich gar nicht aufnehmen konnte, weil man ständig nur die Helis im Mikrofon gehört hat. Heute geht's am Abend des 1. Mai. So viel zur allgemeinen Situation und wir sind ja immer noch dabei, diese Insel hier zu begradigen, um dann da eine Baumfarm draufzusetzen. Unsere Baumfarm. Weil wer will schon gerne über Berge steigen, wenn er eine Baumfarm besucht. Das ist in der Baumschule geht man ja auch eher über planierte Wege und so. Und so ähnlich schön legen wir uns das hier an. Müssen wir noch ein bisschen Kies farmen, um die Wege anzulegen. Und dann haben wir hier eine wunderschöne Baumfarm, wenn wir mal fertig sind. Und ja, das dauert jetzt wirklich alles so seinen Moment. Es würde ein bisschen schneller gehen mit Eisenwerkzeugen, aber ich will jetzt hier nicht so viele Eisenschaufeln verschwenden. Um... Oh, ja, das war die richtige Taste. Eisenschaufeln verschwenden, um hier halt entsprechend die Erde abzutragen, beziehungsweise die grasbesetzte Erde, das ist ja in diesem Fall sogar. Ah ja, und hier müssen wir uns was einfallen lassen. Hier ist ja alles auf einem anderen Höhenniveau. Ich will ja bloß das vordere Stück hier begraben. Müssen wir den Berg dann so ein bisschen auslaufen lassen. Ja, da ist auch noch... Na, wobei, eigentlich müssen wir bis hier rüber. Ach, vielleicht machen wir auch die ganze Insel platt. Ich weiß noch nicht. Ah, und da sind sie wieder, meine Grafikfehler. Die liebsten. Wahrscheinlich, ihr seht davon wahrscheinlich gar... Ach, toll. Ach, siehst du, das habe ich vergessen. Ich wollte mir ja noch die Impftweaks wieder reinhauen. In mein Minecraft. Naja. Machen wir ein andermal. Uah. Außerdem hören wir immer noch Musik von Doc. Immer noch das Album, was in der letzten Folge schon gehört wurde. Die anderen beiden Stücke. Also eine Stunde in 4 Stücken ist toll. Ambient at its best. Und ja, das hören wir immer noch. Heute die Stücke, kann ich sie mal nennen. Plateau, nee. Plateau? Plateau?
So. Naja. Und Lofoten. Beim letzten Mal waren die anderen beiden dran. Hoho. Da wusste ich sogar noch, wie das Ei. Ah, hier, warte mal. Songs of Westness. Da steht's ja noch. Mann. So richtig toll, dass in MP3s inzwischen auch Bilder drin sein dürfen. Mit den Covern. Das ist echt praktisch manchmal. Ja, das hören wir heute auch wieder. YouTube meinte auch da wieder mir zu sagen, dass es nicht das ist, was ich glaube. Aber diesmal hat mein Einspruch innerhalb von 20 Sekunden funktioniert. Hat mich sehr verwundert. Also anscheinend haben sie da auch in ihrem Algorithmus, der feststellt, ob es sich denn um irgendwie geschützten Content handelt, so einen Qualitätswert mit drin. Also wie qualitativ hochwertig diese Aussage jetzt ist, die sie da getroffen haben, automatisch. Also an dieser Stelle Respekt an den oder die Entwickler für diesen Qualitätswert. Oder ich hatte einfach nur Glück, weil dieses Musikstück so ziemlich auf alles passt, was man überhaupt nur als Sound unter ein Video legen könnte. Tja, auch wieder diesmal freundlich zur Verfügung gestellt von Jamendo.com mit der genialen Suchmaschine, in der man eintragen kann, ich brauche da was für mein YouTube-Video oder beziehungsweise für irgendwas, irgendein Video, und möchte gerne dafür ein bisschen Ton haben. Man kann die Musik da auch kaufen, habe ich gesehen. Für kleine internationale Produktionen nur für den Schnäppchenpreis von, ich glaube, irgendwas zwischen 150 und 300 Euro pro Stück. Dafür bekommt man aber auch internationale Verwertungsrechte und darf es überall und immer benutzen. Ist das nicht toll? Brauchen wir ja nicht, wir sind ja so ein kleines Non-Commercial-Unterfangen hier. Von daher ist das nicht so schlimm. Außerdem sollten wir mal auch auf andere Archive zurückgreifen. Jamendo ist ja eins von diesen. Gibt es aber auch noch ein, zwei andere auf dem Markt. Zum Beispiel habe ich aus den historischen Aufnahmen, die jetzt vor 3-4 Folgen hier liefen. Oh, toll. So ein Wassertümpel unterm Sand aufgetaucht hier. Unter der Erde. Die Musik aus den historischen Aufnahmen könnt ihr euch auch bei, stand auch in dem Kommentar zum Video bei Free Sounds. Free Archiv. Ach mein Gott, steht doch da. Sucht euch einfach das Schwarz-Weiß-Ding, da drunter steht's. Es ist ein anderes großes Archiv für Creative Commons lizenzierte Werke. Und eben in diesem Archiv fand sich auch die Musik, die dort zu hören war, wieder. Ich bin immer noch ein bisschen stolz drauf, dass ich dieses Meisterwerk von damals ausgraben konnte und für euch aufbereiten konnte, dass ihr das jetzt bei YouTube sehen könnt. Auch wenn es ein bisschen kompliziert jetzt ist, also mal sehen, ob nochmal sowas dann für euch dann demnächst bereitsteht. Weil es hat jetzt doch schon ein bisschen mehr Zeit gekostet, diese Folge so hinzukriegen. Einige Kommentare sprachen auch davon, dass es dann doch zu lang war. Halbe Stunde Schwarz-Weiß ist nichts mehr für den modernen Menschen. Das ist natürlich schade, aber irgendwie auf der anderen Seite auch nachvollziehbar. Ich höre schon wieder einen Enderman. So, Schaufeln haben wir keine mehr. Dafür haben wir jede Menge Erde. So. Ui. Holla die Waldfee. Ui, 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 ui. Ja. Knack machte es. Ah, wir haben auch schon wieder Hunger. Aha, neue Belohnung. So, sehr schön. Siehst du, wir müssten ja eigentlich auch mal wieder zum Feld rüber.
zu gucken, was da jetzt so Phase ist. Auch ein eher altertümlicher Ausdruck. Ich bitte ihn zu entschuldigen. Aber ja, das sollten wir uns demnächst auch mal angucken. Ich glaube, ich mache mir einfach mal ein paar mehr davon. Da wir jetzt eh nur mit den Schaufeln unterwegs sind, können wir doch einfach mal... Ja, die Blume hier kann auch beiseite. Machen wir doch einfach mal 8. 1, 2... Ja. Deutlich an 8 dran. Nö. Sehr schön. Genauso habe ich mir das vorgestellt. So, erstmal hier 2 raus. Machen wir jetzt eine Schaufelkiste. So. So, 2 Stück. Bretter wieder in die Kiste werfen. Den Krempier können wir auch mal. Ah, toll. Reicht noch nicht mal dafür. Mal eine Schaufel wegwerfen. So, Stickies haben wir auch wieder dabei. Puh, wo stellen wir die denn am blödesten hin? Na, hier so am besten direkt neben dem Ausgang, wa? Würde ich sagen. Wenn wir uns jetzt schon mal eine Schaufelkiste machen, kann die auch richtig am Eingang stehen. Also eine... Ich nenne sie jetzt mal Schaufelkiste, aber ich, es ist halt eher so Richtung Werkzeugkiste. Wo wir uns dann unser Werkzeug immer für die jeweilige Aufgabe herausnehmen können. Die Hau. Ja, jetzt habe ich schon alle weg. Sehr schön. Hier unten hatten wir auch noch 3. Kommen jetzt erstmal wieder mit. So. Ja. Naja, deutlich mehr als 8, aber... Ihr werdet sehen, auch die werden sich im 0, nix in Luft auflösen. So, Eisenschwert 2, ach, das können wir ja mal hier reinpacken. Das zweite Eisenschwert. Ja, die können ja eigentlich auch rein. Die kann ja auch rein. So, dann nehmen wir nochmal 1, 2. 2 Schaufeln mit. Na, das sieht doch vernünftig aus. Können wir zwar nicht... Ah, toll, schon wieder dunkel. Können wir zwar nicht so viel Erde transportieren, aber ist jetzt auch erstmal nicht so wild. Gehen wir halt nochmal hin. Ich sage ja zu deutschem Wasser. Auch wenn das jetzt nicht schon wieder ein TM ist, ne? Muss man aufpassen heutzutage. Urheber dieses Zitats, meiner Erkenntnis nach zumindest Harald Schmidt, in der altbekannten Harald Schmidt Show, und zwar in der Phase der Show, als sie zuerst auf Sat.1 lief, glaube ich, dass das da zum ersten Mal gebracht hat. Und er hat ja auch eine wichtige Erkenntnis mitgeteilt, ne? Also, Mann ist genial, ne? Das steht ja außer Frage. Das ist ja hier auch allen Zuschauern mehr als bekannt. Zum einen. Zum anderen hat er irgendwie in einem Fernsehinterview, das war irgendwas Spezielles, irgendwie Mainzer Fernsehtage, irgendwie so ein Talk mit einem Moderator, Günther Jauch und ihm, Harald Schmidt, meinte er, da gibt es so eine alte Showweisheit von einem US-amerikanischen Showmaster, wohl der Showmaster von früher. Also ich kenne mich im amerikanischen Fernsehen und ihren Shows nicht so wirklich aus. Also bei Serien kann ich ein bisschen mitreden, aber mit Shows nicht. Jedenfalls dieser äußerte, hat jetzt Spannungsbogen, ne? Also man muss ja erst ganz viel anderes reden, und wenn man dann über, sagen wir mal, den Abbau von Erde in der Neuzeit geredet hat, der übrigens auch heute noch sehr wichtig ist, weil Mutterboden wird überall gebraucht.
anscheinend wird so viel Mutterboden von A nach B gefahren. Ja. Und dann schweift man wieder so ab und dann könnte man ja mal zum ursprünglichen Thema zurückkommen. Harald Schmidt, Zitate und die Aussage eines anonymen amerikanischen Showmasters, der da äußerte, wenn man etwas hat, was funktioniert, soll man das machen, bis sie einen mit den Füßen voran da raustragen. Also da ist dann das Fernsehstudio. Siehst du, jetzt habe ich die ganzen Steinhacken weg.